Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit dem Kapitel-Review zu One Piece Kapitel 947 mit dem wunderschönen Titel Queens Wagnis. Wir kriegen endlich Runde 2 vom Kampf zwischen Big Mom und Queen zu sehen. Ruffy erlernt nebenbei ein neues Haki und wir finden endlich heraus, wie man Kaido besiegen kann. Aber beginnen wir wie immer vom Anfang. Wir kriegen zuerst einen Flashback zum Sabaody Archipel, wo wir die Szene zu Gesicht bekommen, in der Rayleigh Kamis Halsbombenkette abnimmt. Mit einem Unterschied. Diesmal hat Rayleigh seine Hand in Rüstungshaki gehüllt. Das haben wir damals in der Originalszene nicht gesehen. Möglicherweise, weil sich Oda damals das Konzept des schwarzen Hakis noch nicht ausgedacht hatte. Und Ruffy bemerkt, dass er diese Technik bereits eingesetzt hatte, kann sich aber leider nicht erinnern wie. Typisch Ruffy. Hiyu denkt sich unterdessen, dass diese Technik schon weiter ist als alles, was er Ruffy beibringen könnte. Und Ruffy solle nun Big Mom Schläge zur Seite ablenken. Vermutlich ähnlich wie es Sentomaru damals auf dem Sabaody Archipel gemacht hat. Und wir sehen, wie Ruffy langsam sein Haki um seine Hände hüllt, wie eine Art Aura. Dennoch schlägt Big Mom ihn und Hiyu einfach fort, sodass beide mit dem Kopf in der Wand stecken. Und diese Szene sieht einfach genial aus. Das ist einfach mega. Naja, Hiyu erklärt, er könne Ruffy nur das äußere Haki beibringen, mit dem man sich umhüllen kann, um sich so zu schützen und gleichzeitig seine Angriffe zu verstärken. Aber eine höhere Form ist die Fähigkeit, dieses Haki in den Körper des Gegners fließen zu lassen, um diesen von innen heraus zu zerstören. So wie Rayleigh und Ruffy es mit den Halsketten gemacht haben. Und irgendwie erinnert mich das ganze Konzept auch an die Fähigkeit, die Trafalgar Law hatte. Irgendwas mit blablabla Schock, wo er ja bei Doflamingo eingesetzt hatte, um von Doflamingo von innen heraus zu vernichten. Ist das vielleicht wirklich ein ähnliches Konzept? Dann könnte Law ja im Grunde sowas schon. Und das hätte er ja schon bei Kaido machen können. Vielleicht ist auch diese Technik der Grund, warum Law denkt, er hätte eine Chance gegen Kaido. Komisch. Die Wachen sind alle außer sich. Die Boss-Mail ist weg. Man kann Kaido nicht kontaktieren. Queen hatte keine Chance gegen Big Mom. Doch wo wir gerade von Queen sprechen, denn dieser ist wieder aufgestanden und hat einen Plan, wie er Big Mom aufhalten kann. Und zwar wird Big Mom in ihrem Zerstörungswahn einfach einen Kreis ums Gefängnis laufen. Also wird sie wieder an ihrem Startpunkt ankommen und dort werden Queen und die Wachen auf sie warten. Queen selbst hat sich in seiner Brachioform auf einen Berg gestellt. Und genau in dem Moment, als Big Mom unter ihm auftauchte, sprang er vom Berg herunter und prallte mit seinem Kopf auf ihren Kopf auf. Diese Attacke nennt sich Brachio Bomber. Durch den Aufprall bekommt Big Mom ihr Gedächtnis zurück und spricht direkt zu Queen. Diese erschrickt sich, dass sie nicht umgefallen ist. Doch in diesem Moment schläft Big Mom ein und fällt zu Boden. Die Wachen sollen nun 100% reines Seestein bringen, also in Form von Handschellen und Ketten, Big Mom damit 100 Mal fesseln und 100 Dosen von Tierbetäubungsmittel in sie injizieren. Queen hat sichtlich Panik vor Big Mom und will sie schnell nach Onigashima bringen. Babanuki soll sich währenddessen um die Situation in Udon kümmern. Ruffy möchte sich jetzt Udon krallen und die restlichen Wachen besiegen. Und das war's auch mit dem Kapitel. Was ich aber noch interessant finde, ist dieses Konzept der Seesteinhandschellen. Das heißt, Seesteinhandschelle ist nicht gleich Seesteinhandschelle, es gibt verschiedene Konzentrationen davon. Das heißt, dass 100% reine Seesteinhandschellen können wahrscheinlich wirklich jede Fähigkeit platt machen und können den Teufelsfruchtnutzer sehr stark schwächen. Aber dann gibt es vielleicht einfach noch Seesteinhandschellen, die halt eben nur 50% rein sind, die halt eben nicht vielleicht alle Kräfte ausschalten oder wenn man eine gewisse Grundstärke hat, die nicht ausschalten. Oder die machen halt eben den Nutzer nicht so schwach. Das könnte zum Beispiel auch erklären, warum wir zum Beispiel, wenn wir früher im Alabaster-Arc irgendwas mit Seestein berührt hatten, dann wurde Ruffy zum Beispiel extrem schwach und ist einfach zu Boden gefallen und konnte sich nicht mehr bewegen. Aber im Udon-Gefängnis hatten die ganzen Leute ja auch Seesteinhandschellen an, zumindest die Teufelsfruchtnutzer unter den Gefangenen. Konnten aber trotzdem noch schwere Steine schleppen, basteln, bauen etc. pp. Vielleicht waren das einfach nicht 100% reine Seesteinhandschellen, so dass ihnen noch genug Kraft übrig geblieben ist, um eben noch Arbeiten im Gefängnis zu erledigen. Wäre zum Beispiel eine logische Erklärung. Naja gut, ich fand dieses Kapitel auf jeden Fall echt spannend. Bin nun gespannt, was mit Big Mom passiert, wenn sie in Onigashima ankommt, ob Kaido sie einfach hinrichtet oder wir einen Kampf der beiden zu sehen bekommen.
Aber sagt mir doch mal lieber, wie hat euch denn das Kapitel gefallen? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, vergesst Like und Abo nicht. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.